Ja, herzlich willkommen bei Mika Caravan in Dinkelsbühl bei uns auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank schon mal dafür. Ihr seht, heute waren die Hosen schon mal kürzer, weil hier bei uns in der Halle ist richtig warm. Wir haben richtig gut zu tun. Und wenn man dann so beim Arbeiten ist, dann schwitzt man natürlich auch ein bisschen. Und das so angenehme kurze Hose schon echt toll. Was ist heute das Thema? Also zum einen möchte ich euch mitnehmen auf einen kleinen Umbau von einem schon bereits bekannten Kunden. Da hat man schon mal eine Cinderella-Toilette eingebaut. Jetzt haben wir die elektrische Seite ein bisschen verstärkt. Ein Wechselrichter hat er eingebaut bekommen mit 2000 Watt. Zwei Lithium-Batterien und Solaranlage. Tolle Sache. Jetzt ist er auch dahingehend etliches autarker wie vorher. Und den Umbau schauen wir uns mal so ein bisschen an, wie das jetzt in der Vollendung ausschaut. Und dann steht natürlich unser Campertreffen vor der Tür. Das dauert nicht mehr lang. Heute ist Donnerstagabend. Ja, Freitag. Wir gehen jetzt ganz stark in die Vorbereitungen. Ab morgen wird hier richtig gerödelt, vorbereitet, Plätze hergerichtet, dekoriert und so weiter. Wir freuen uns schon wirklich drauf. Es haben sich aktuell roundabout 150 Fahrzeuge angemeldet. Top. Also wenn ihr noch Lust habt, auch für die Kurzentschlossenen findet man nur Plätzchen. Also überhaupt kein Problem. Wir freuen uns natürlich auf euch. Und das Ganze schauen wir uns jetzt dann in Ruhe an. Und eins dürfte man nicht vergessen, Lausitzring. Ich sage immer Fahrsicherheitstraining, Lausitzring. Bitte auf den Camper Tobi seine Seite schauen. Da ist das Anmeldeformular, wenn ihr da noch Lust und Bock habt an dem Wochenende. Ich bin dabei, der Sascha, wir sind Camper, sind dabei. Der Markus ist dabei, Fan for Van und eben Camper Tobi. Wird eine tolle Sache und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns da über den Weg laufen und wenn wir uns da sehen. Also wird ein richtig steiles Wochenende. So, und jetzt ab in die Werkstatt, gucken wir uns das gleich mal an. Ja, jetzt sind wir schon in einem Fahrzeug, das schon Kunden von uns waren oder sind natürlich. Ganz liebe Kunden auch aus dem Münchner Raum. Hier haben wir damals die Cinderella-Verbrennungstoilette eingebaut, falls ihr euch noch erinnern könnt. Hier ist sie montiert worden, hier steht sie. Dann haben wir das Waschbecken neu gemacht, haben hier alles auch möbelbautechnisch umgebaut. War auch ein ganz toller Umbau, muss ich sagen. Die Kunden sind mega zufrieden, also echt top. Jetzt haben wir die elektrische Seite ein bisschen verändert. Und zwar haben wir hier vorne unter dem Sitz zweimal Lithium-Akku montiert. Und dann hat er noch eine Solaranlage bekommen. Die haben wir hier. Unter dieser Solaranlage haben wir einen 2000 Watt Wechselrichter montiert. Keine Panik, der kriegt hier genug Luft, weil hier haben wir ein schönes Lüftungsgitter eingesetzt. Warum haben wir zwei Wechselrichter? Quatsch, warum haben wir zwei Solarregler? Aus dem ganz einfachen Grund, weil der eine noch mit einer Solartasche versehen ist. Zusätzlich kann man hier noch eine Solartasche anstecken und der eine ist natürlich fürs Panel auf dem Dach und der andere ist fürs Panel für die Solartasche. Also, wenn wir hier mal durchgucken, sehen wir hier Solar Volt 0. Dann sehen wir, dass das jetzt die Solartasche ist. Hier, wenn wir auf Solar gehen, 13,2 Volt. Klar, ist Nacht, da kommt natürlich jetzt nichts mehr. Und drum haben wir hier dann noch zusätzlich die Solartasche. Also ist echt eine tolle Sache. Da kann der Kunde auch mal im Schatten parken, seine Tasche aufstellen und entsprechend dann die Tasche anstecken. Das Kabel geht vorne und am Vordersitz raus, sodass man das ohne Probleme zur Tür rauslotsen kann. Und er hat darunter zweimal 100 Amperestunden Lithium. Das ist eine tolle Geschichte. Also da hat man dann auch richtig Power. Und ja, muss ich sagen, ist echt eine tolle Sache und ein schöner Einbau, sieht vernünftig aus, für den Kunden gut zum Händeln. Und das Display haben wir natürlich hierher gemacht, das kennt er ja mittlerweile, muss ich nicht mehr viel dazu erklären. Einfach einschalten und schon geht die ganze Nummer. Und Strom läuft. Machen wir gleich wieder aus. Die App
kennt ihr auch alle von WCS, muss ich nicht nochmal sagen. Das Einzige, was sich ja verändert hat, haben viele von euch moniert. Und was sich dahingehend verändert hat, ist, dass jetzt die App mit einer PIN ist. Das heißt, ihr könnt den einzelnen Lithium-Akku mit einer eigenen PIN versehen. Update ist dann standardmäßig 6x die 0. Und dann kann man auf die Batterieanzeige, auf so ein kleines Häuschen gehen, dann gibt man den 6x die 0 ein, den alten PIN und dann seinen privaten PIN und schon kann keiner mehr in die Batterie gucken, kann keiner mehr ausschalten und kann keiner mehr was anstellen. Also, alles top, super Fahrzeug, auch das ist wieder fertig, wird am Samstag abgeholt, freuen wir uns drauf und ja, dann geht wieder ein glücklicher Kunde raus, also ich hoffe, dass sie glücklich sind und ein tolles Fahrzeug. Ja, das war jetzt mal relativ kurzes Video, war ja auch nur ein Umbau. Wir haben noch einen Knaus, der steht da hinter mir. Da möchte ich euch aber noch nicht im Detail zeigen, den hebe ich mir für, ich glaube, mal gucken, wie weit das mal kommen, Samstag oder eventuell auch erst Montag auf, weil das ist so ein Riesenumbau, also der kriegt alles. Ich habe da schon im Detail so ein bisschen was mitgemacht oder mitgefilmt, aber der kriegt Verbrennertoilette, der kriegt 3000er Kombi, Solaranlage, große Booster, der kriegt Alarmanlage, LTE-Antenne, Maxvan, ich glaube, ich habe jetzt bestimmt was vergessen, Duo-Control, also von der Duomatic, Truma Duo Control, irgendwas habe ich bestimmt vergessen, LTE-Antenne, also der Zettel sind zwei Seiten voll und das muss man im Detail angucken, da möchte ich einen Sonderteil drüber machen. Also das Fahrzeug haben wir die Woche hier gehabt und sind schon so gut wie fertig, aber das muss man wirklich genießen, den Einbau, und den zeige ich euch auf alle Fälle das nächste Mal. Ja, über wieder fleißige Kommentare freue ich mich von euch, genauso wie über ein kleines Like und natürlich über eine Anmeldung für unser Campertreffen und ja, vielleicht sogar nur ein Abo, wenn ihr ganz curry seid. Also, macht es gut, ich sage ganz, ganz lieben Dank und wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye.